Moin moin zusammen und willkommen zurück bei Inverbis Virtus. Ich musste ein bisschen schummeln. Schummeln in dem Sinne, dass ich mir kurz einen kleinen... Wie sag ich das jetzt am besten, ohne dass es jetzt zu sehr nach Cheaten klingt? Ich musste mir eine kleine Motivation bzw. eine Anregung holen, wie ich den ganzen Kackkram hier jetzt hinkriege. Seit der letzten Aufnahme habe ich jetzt eine geschlagene Stunde hier wirklich rumgesessen und probiert, wie ich denn jetzt in dieses blöde Scheiß-Tor reinkomme. Ja. Ich habe es aufgegeben, deswegen musste ich nachgucken, weil sonst hätte ich, glaube ich, hier noch die nächsten Tage, Wochen, Monate dran gesessen. Die Al-Uda. Ich zeige euch einfach mal, was jetzt so meine Anregung war. Das ist jetzt wieder mit sehr viel Fingerfertigkeit und Schnelligkeit zu lösen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Ich sage, ich verkack's. Aber egal. Ecdolome. Notem Atul Opun. Nein! Da haben wir den ersten Versuch gehabt. Also, meine Anregung dazu, nach Nachfrage mit ein paar Leuten, war wirklich... Macht dir keinen Stress, einmal das Tial Udada benutzen, Plattform drehen, dann das Notem Atul Opun, sprich die Rune aktivieren, hinlaufen und springen. Ich bin jetzt leider zu früh abgesprungen, aber somit soll es gehen. Man kann sich da denn so... Es soll wohl vom Spiel her eine andere Lösung vorgesehen sein. Irgendwie hat aber keiner, mit dem ich da jetzt geschrieben hatte, diese Lösung rausgefunden. Also machen wir das jetzt so. Ich werde wahrscheinlich das ein oder andere Mal jetzt sterben, weil ihr kennt mich und meine Jump'n'Run-Eigenschaften. Aber wir probieren's. Notem Atul Opun. Was natürlich nervig ist, dass wir jedes Mal wieder hier hinten starten müssen. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Was ist denn wieder Notem Atul Opun? Ziemlich... Bah. Jetzt geht das nämlich hier wieder los. Ich weiß auch übrigens, warum ich das vorhin... nicht so geschafft habe. Ich sage extra vorhin, weil ich nehme ein bisschen im Voraus ja auf, wie ihr wisst. Ich habe immer so falsch gehalten, die Rune, die muss so wie jetzt Kreise bilden, Dreiecke etc. pp. Dann ist sie quasi fix. Und an diesem Punkt kann ich dann auch springen. Ecdolome. Atem Opul. Nee, fuck. Atem Nopul, ach fuck, aktiviert also auch die Rune, alles klar. Ich muss mir mal einen Moment diesen Zettel hier vorne direkt vor die Scheibe kleistern. Auch wenn das jetzt gerade für mich total ungemütlich ist, hier mit dieser Position, weil dieser Zettel jetzt hier leider die Tastatur ein bisschen verschiebt. Aber so lese ich das und kann dementsprechend schneller reagieren. Ecdolome. Notem Atul Opun. Nein! Glücklicherweise gibt es hier hinten einen kleinen Teich. Jägermide. So können wir das Sterben dann auch ein bisschen runter reduzieren. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Ich kann auch ein bisschen mal die Sprechweise... Notem Atul Opun. Tata, tata. Ob ich das heute noch hier hinkriege, ich weiß es nicht. Ich bin ja so ein Künstler da drin. Ecdolome. Notem Atul Opun. Na! Habt ihr gesehen? Da war sie. Da war sie, die Rune. Man hat nicht viel Zeit, aber es ist wesentlich... Ja, was heißt wesentlich? Es ist momentan mein einziger Lösungsansatz. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. So. Die Zeit ist leider ein bisschen gering. Ich will hier jetzt auch nicht runtersegeln. Ecdolome. Na komm. Notem Atul Opun. Ich krieg das noch hin, ich schwör's. Und wenn ich ins Mikrofon beißen muss... Jägermide. Notem Atul Opun. Das Problem ist einfach, wir müssen es mit der Rune machen, weil mit den Namet Atul kommen wir nicht so weit.
Notem Atul Upun. Geist, das ist ein bisschen wie Cheaten, aber egal. Notem Atul Upun. Da. Ek Dulume. Notem Atul Upun. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was mehr Frust auslöst, hier noch zu sitzen und zu hoffen, das irgendwie anderweitig feststellen zu können oder das jetzt hier die Folge über so zu versuchen. Notem Atul Upun. Notem Atul Upun. Notem Atul Upun. Ek Dulume. Ich würde am liebsten das Ganze so beibehalten. Notem Atul Upun. Es ist furchtbar. Es ist echt furchtbar. Jägermide. Aber wie gesagt, es bleibt mir nichts anderes übrig. Notem Atul Upun. Notem Atul Upun. Notem Atul Upun. Das werde ich wahrscheinlich heute Nacht im Schlaf auch noch vor mich hin sabbeln. Und morgen wache ich in Singapur oder so auf. Ek Dulume. Notem Atul Upun. Ha! 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 Da, 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 da. Hat ja nur 6 Minuten gedauert. Wuhu! Danke, danke, danke. Ja, ich freue mich gerade über solche Ereignisse, weil ihr ja wisst, wie scheiße ich in Jump'n'Run bin. Och nö, Obe Kenu. Obe Kenu. Obe Kenu. Obe Kenu. Atulagni. 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 Hat jetzt jeder auch seinen Stempel bekommen? Ja, ich glaube ja. Udanotem. Obe Kenu. Wow. Obe Kenu. Atulagni. Ey. Atulagni. 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 Udanotem. Shit. Atulagni. Atulagni. Okay. Atulagni. Udanotem. Udanotem. Sag mal, willst du mich jetzt hier verkocken? Ah. Udanotem. Shit. Obe Kenu. Obe Kenu. Obe Kenu. Atulagni. 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 Udanotem. Atulagni. Atulagni. Udanotem. Warum immer ich? Atulagni. Atulagni. Udanotem. Ernsthaft. Udanotem. Nett. Okay. Gut. Tial Uda. Wenn ich mir so meine LP angucke, würde ich jetzt ganz gerne hinten zum Brunnen wieder hingehen. Wir machen mal was, pass mal auf. Atulagni. Atulagni. So, die sitzen. Weil dann kann es mir nämlich gleich scheißegal sein, dann springe ich nämlich von da hinten hier wieder rüber, setze mich hier hin, aktiviere die Schalter wieder und dann ist gut. Okay, alles klar. Tja, unbegründete Sorge. Notem Atul Upun. Notem Atul Upun. Notem Atul Upun.
Notem Atulopun. Notem Atulopun. Yegamide. Es nimmt langsam Form an. So, und wieder zurück. Notem Atulopun. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich hätte mir mal einen Counter machen sollen, wie oft ich diesen Spruch heute jetzt gebracht habe. Notem Atulopun. Es würde mich selber brennend interessieren, aber ich habe das Gefühl, ich kann diesen Satz nicht mehr hören. Notem Atul Opun. Ah. Oder so. Notem Atul Opun. Kann ich hier nämlich schön plupp. Okay. Schöne Nummer. Ich brauche grünes Licht. Wo zum Henker soll ich denn hier grünes Licht jetzt herbekommen? Was ist hier? Notem Atul Opun. Aha. Obe Kenu. Okay. Und das soll mir jetzt was bringen? Ich stehe hier schon seit Stunden. Oh, stopp, halt, halt, Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. Zurück. Was war das da gerade? Da sehe ich doch was. Ich ahne was. Ich ahne was. Hey. Ich habe nichts von rechts drehen gesagt. Da. Sitz, Platz, blalalala. Hallo? Obe Kenu. Ich muss mir auch den Punkt merken, wo ich das anspreche. Obe Kenu. Opun Obe. Machen wir es doch so. Wofür haben wir das denn? Und ich könnte wetten, dass ich jetzt die Räuspertaste zu spät losgelassen habe und ihr den halben Satz nicht gehört habt. Aber egal. Sollte nur ein ich könnte wetten. Das Ganze muss ich wohl mit dem auch machen. Und ich könnte schwören, hier wird das... Ja, klasse. Alles klar. Obe Kenu. Wie jetzt? Obe Kenu. Aber da sehe ich schon den Eingang dahinter. Das heißt... Pst, der muss mal hier hin. Zu weit, zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Hallo? Ist ja nicht so, dass die Dinger ein bisschen träge sind. Ist der Eingang da direkt gegenüber? Ja. Opun Obe. Na, nicht ganz. Obe Kenu. Jetzt habe ich mir auch hier noch die ganzen Zettel auf mein Mauspad gelegt, sodass ich kaum mit der Maus arbeiten kann. Das ist in so einem Spiel natürlich ganz intelligent gelöst, Herr Gorondor. Ich bin ja immer wieder von meiner überragenden Intelligenz und Fähigkeit für Ordnung zu sorgen. Sehr überrascht. Opun Obe. Kann man so lassen, ne? Aber das. Okay. Ja. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Ey, nicht so hoch. Ich will davon. Dann halt so. Lex mich doch.
OB Kinu. Moment. OB Kinu. Wenn ich nicht ganz falsch liege, dürfte das hier relativ fix gehen. Opun OB. Ja, fast. OB Kinu. Opun OB. Das kann man so lassen, ne? Atulagni. Notem Atul Opun. Atulagni. Notem Atul Opun. Atulagni. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Uda Notem. So ein großes Tor für so einen Haken. Wow. Okay. Da haben wir unseren grünen Kristall. Ektolume. Ich finde das echt atemberaubend. So ein dünner Arm, so ein Riesentor. Da wollte wohl jemand kleine Größe kompensieren. Kleine Größe. OB Kinu. Jetzt habe ich einen tollen Würfel. Den ich am liebsten gerade mal jemanden voll ins Gesicht klatschen würde. Aber machen wir es doch mal anders. Namet Ecto. Opun OB. Was mich jetzt mal interessieren würde, kriege ich noch einen zweiten. Tial Uda. Warum habe ich das geahnt? Ektolome. Wäre ja echt zu schön gewesen, wenn ich jetzt auf diese Art und Weise mehrere Würfel hätte erschaffen können. Aber warum sollte man es mir denn leicht machen? OB Kinu. Verarschst du mich? Udanotem. Udanotem. OB Kinu. Gut, ich muss mit einem Würfel leben. Namet Ecto. Opun OB. So, diesen Würfel werden wir jetzt benutzen, um uns so zu positionieren, dass dieser Strahl das Ding hier trifft. Keine Ahnung wie, aber das kriegen wir hin. Notem Atul Opun. Tada! Notem Atul Opun. Ektolome. Yeah. Der britzelt irgendwo hin, aber nicht da, wo er soll. Das ist natürlich schön. Notem Atul Opun. OB Kinu. OB Kinu. Ach komm schon, ernsthaft? Notem Atul Opun. OB Kinu. Name Dektor. Schwankt nicht so. Wirkst ja wie besoffen. Opun OB. Notem Atul Opun. Wisst ihr, was ich erstaunlich finde? Ich spreche in diesem Spiel mehr als in einem regulären Let's Play. Und ich muss dazu sagen, ich habe heute wirklich gut Folgen aufgenommen und dementsprechend versagt langsam meine Stimme. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Scheiße. OB Kinu. Opun OB. Schauen wir mal. Whoop. Ektolome.
Ja, noch nicht so ganz. Das ist jetzt nicht so schön. Notem Atul Opun. Natürlich ist er noch nicht dicht genug dran. Obe Kenu. Namet Ekto. Opun Obe. Dip, 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 dip. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Ekto Lome. Okay. Noch ein Stück kann ich dann jetzt hier schon mal drauf. Notem Atul Opun. Yes. Ekto Lome. Wow. Muss nur gucken. Ja, ich falle nämlich hier gleich schon runter. Jetzt will ich mal kurz was gucken. Okay. Obe Kenu. Opun Obe. Notem Atul Opun. Ekto Lome. Shit. Fällt mir ganz und gar nicht. Bin ich jetzt Jack? Notem Atul Opun. Die Folge wird ein bisschen länger. Ich möchte das jetzt hier gerade mal schaffen. Obe Kenu. Opun Ote. Das war, glaube ich, falsch, aber das kam mir gerade in den Sinn. Und es funktioniert. Notem Atul Opun. Ekto Lome. Jetzt muss ich mal gucken. Okay, das ändert die Höhe nicht. Warum ändert das die Höhe nicht? Das zielt immer noch auf denselben Punkt, als wenn ich so da jetzt ranziehe. Obwohl ich meine Höhe hier ändere. Oh nein, ich ahne was. Notem Atul Opun. Komm, lass mich hin da, Menno. Obe Kenu. Opun Obe. Notem Atul Opun. Namet Atul. Ekto Lome. Ich konnte das jetzt gerade nicht sehen, weil der blöde Klotz davor war. Ekto Lome. Okay, gucken wir mal aus dem Winkel.
ich das Ding irgendwie mitbewegen? Obekinu? Obekinu. Ich muss irgendwie wie regel ich das denn jetzt bitte? Von dem Strahl her Ektolome. So geht der Strahl. Das heißt, eigentlich müsste ich irgendwie verhindern, dass diese Plattform sich wieder zurückdreht. Aber wie? Mir kommt da jetzt gerade der eine Raum in den Sinn mit den Lichtern, wo ich die Drachenstatue da oben hingeklemmt habe, um den Strahl zu blockieren. Entschuldigung, da knackt der Nacken. Kommt von zu vielen Denken. Wie mache ich das denn jetzt? Gesund ist das nicht. Also ich meine jetzt nicht das Knacken, sondern das Grübeln hier. Doch, eigentlich, ja, nein, weiß nicht. Schwierig. Ich habe eine Idee, ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt so haargenau hinbekomme, wie ich das möchte. Ausprobieren. Obekinu. Namet Ecto. Opun Obe. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Obe Kenu. Oh. Ist das die richtige Höhe? Ist sie. Opun OB. Ektolome. OB Kenu. Ah, das hat schon gereicht. Notem Atul Opun. Ektolome. Ich kann nur leider nichts sehen. Ektolome. Ektolome. Reicht das nicht schon? Nein, tut das nicht. Wo, frage ich mal so, Moment. Ektolome. Wo würde ich denn hinziehen, wenn ich mich hier so gut platzieren kann? Definitiv falsch. Wie mache ich das denn jetzt? Also er müsste noch ein Stück weiter vordrehen. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun.
Obe Kinu. Notem Atulopun. Obe Kinu. Das war jetzt nicht so charmant. Opun Obe. Ah, ich weiß. Der Schaden war jetzt blöd. Opun Obe. Opun. War ja falsch. Obe Kinu. Warum habe ich jetzt rechts gedrückt? Warum? Name Atul. Obe Kinu. Opun Obe. Probieren wir es mal. Ektulome. Notema Tulopun. Arsch. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Ektulome. Das Blöde ist, ich sehe einfach nichts. Ich kann rein gar nichts sehen. Ektulome. Ektulome. Tja. Okay. Ich werde nochmal darüber nachgrübeln. Werde mal gucken, ob ich das irgendwie hier ein bisschen geschissen bekomme. Und vielleicht in der nächsten Folge. Bis dahin. Ihr kennt das Spielchen. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.